Hallo, heute möchte ich euch gerne mal zeigen, wie man am Containerhafen in der Spielhafen Simulator 2012 ein Schiff ablädt und dann wieder auf die Züge belädt. Das ist gar nicht so schwer, wie das aussieht. Wenn man das paar Mal gemacht hat, dann geht das leicht von der Hand. Ja, okay, dann stellen wir als erstes mal ein paar Arbeiter ein. Dann drücken wir hier auf dieses Symbol. Zack. Dann stellen wir mal eben ein Bad. Drei Kranführer. Dann suchen wir nochmal hier so einen Kranführer. Zack. Man kann auch mehr, aber ich mache das eben kurz, damit ihr das seht und eben so ein bisschen versteht. Dann brauchen wir eben eine Lotse. Und dann FTF-Überwacher. Lotse habe ich schon. So, zack, zack. Und einen Zugfahrer. Sehr wichtig. So, jetzt kaufen wir mal eben ein paar Kräne, damit wir das Schiff auch entladen können. Und zwar, genau, habe ich hier auf dieses Symbol gedrückt, ne? Mit dem kleinen Zahnrad, das ist ein Maschinensymbol, da kann man die Kräne kaufen. Jetzt brauchen wir erstmal einen Dockkran, der steht jetzt am Schiff gleich. Zwei kleine Lagerkräne und zwei große Lagerkräne. Und dann noch eben sechs Wagen. Und einen Zugkran, der ist dafür da, dass man später die Züge beladen kann. Dann kaufen wir das eben hier alles. Zack. Und dann können wir das wieder wegklicken. So, als nächstes bauen wir die Kräne am Hafen eben auf. Dafür drücken wir auf dieses Symbol hier. Auf diesen Haken-Symbol. Wir können uns eben am Hafen hindrehen. Da wird das dann später eingebaut. Drücken wir das dann mal drauf. Ich verschiebe ich mal eben so ein bisschen. Jetzt kommt der große Containerkran. Drücken wir auf Bauen. Den baue ich jetzt hier hin. Zack. Dann steht er schon da. Der kleine Lagerkran kommt dahin. Den nächsten baue ich auch dahin. Der große Lagerkran baue ich über den kleinen. Und der andere genauso. Und der Zugkran kommt dahin. Da sind die Kräne jetzt. Und hier da hinten steht der Zugkran, den wir dann brauchen, wenn die Züge beladen werden. So, die Kräne sind in Arbeit. Wenn man auf dieses Symbol nochmal klickt, dann sieht man das auch, dass das in Arbeit ist. Drückt man jetzt eine Stunde vor, zack, dann sind die schon fertig gebaut. Für die Ungeduldigen, die das am besten so machen wollen, könnt ihr das auch gerne so machen. Klicken wir das mal wieder weg. So, jetzt müssen wir erstmal die Arbeiter eine Schicht zuteilen und welche Uhrzeit das ist. Jetzt haben wir 14.05 Uhr. Also bekommen die eine Schicht 14 bis 22 Uhr. Ich mache jetzt nur mit einer Schicht arbeiten, nur um zu zeigen, wie das geht. Kick. Jetzt der Kranführer kommt erstmal am Dockkran und dann brauchen wir erstmal nur eben um den zwei kleine Kräne. Die werde ich dann später entlassen, wenn ich die dafür brauche, für die großen Kräne, damit die Züge beladen werden. Aber das zeige ich euch dann gleich. So, jetzt nehmen wir erstmal den ersten Auftrag an. Dann drücken wir auf dieses Symbol hier. Ich habe schon einen angenommen, weil ich etwas zu voreilig gewesen bin. Aber ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich geguckt, wie viele Container da hat, 180 Stück. Sollte ich das schaffen in dieser Zeit, bekomme ich einen Bonus von 960 Euro pro Tag. Sollte ich das nicht schaffen in dieser vorgegebenen Zeit, bekomme ich eine Strafe von 720 Euro pro Tag. Dann habe ich hier auf Annehmen geklickt. Dann steht er auch hier drin. So, Schiffankunft ist der 19. Entschuldigung, der 7. Habe ich schon vorgeklickt. Klickt einfach zwei Tage vor. Dann ist der 7. und dann steht er hier auch. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, dass wir den Schiff im Hafen reinfahren können. Und zwar geht das vollautomatisch mit dem Autopilot oder man fährt selber. Da zeige ich aber später, wie das genau geht. Erstmal machen wir das mit dem Autopilot. Achtet bitte auf die Uhrzeit, dass ihr auch nachmittags habt, weil die Schicht ist jetzt ja nachmittags, die ich zugeteilt habe, ne? Wenn wir nochmal gucken wollen, verweilen hier 14 bis 22 Uhr. Wenn ihr da jetzt vormittags habt, irgendwie 8, 9 Uhr oder sowas, weil ihr natürlich ein, zwei Tage vorgeklickt habt, müsst ihr eben hier auf diese Stunden klicken, damit ihr wieder
in dieselbe Schicht kommen. Später könnt ihr mehrere Kranführer einteilen. Jeden Tag kommen wir hier dazu. Die könnt ihr dann auch verschiedene Schichten einteilen, dass ihr das nicht mehr wechseln braucht. Aber zum Anfang zeige ich euch das mal so. So, dann klicken wir auf dieses Schiffssymbol hier. Dann, das ist unser Schiff, ne? Frachtmenge, Container, Wartezone, da steht er jetzt. Und das sind unsere vier Docks. Hier, Dock 1, haben wir unseren Kran aufgebaut. Und diese kleinen Lagerkräne. Dann drücken wir mal auf Dock 1 und dann auf Autopilot. Entschuldigung, mein Fehler. Und dann nochmal auf Dock 1. Man sieht jetzt hier, dass der Lots weg ist. Das heißt, das Schiff ist unterwegs. Ich zeige euch das mal eben, wenn man eben hier so hinfährt, genau hier hinguckt. Dann seht ihr hier ein Schiff fahren. Wenn ihr genau dahin guckt, könnt ihr das sehen. Seht ihr das? Denke ich mal, ne? Wir sind ja nicht blind, ne? So, dauert mir zu lange. Wer das gerne, wer warten will, dass er bis dahin am Dock eingetroffen ist, kann das gerne machen. Ich klicke einfach jetzt eine Stunde vor. Da ich jetzt eine Stunde vorgeklickt habe, steht mein Schiff schon da. Jetzt werde ich den großen Dockkran meinem Schiff zuweisen. Damit klicke ich auf das große Dockkran, dann Dockauswahl und dann auf Dock A. Jetzt fährt er automatisch dahin. Warten wir ein paar Sekunden, bis er da eben ungefähr ist. Und jetzt können wir auch die ersten Cards zum Schiff schicken. Dafür klicken wir auf dieses Symbol, wo der kleine Card hier drauf ist, der kleine Wagen. Und dann klicken wir dreimal, drei Cards will ich da im Hin haben, auf dieses Haken-Symbol. Hier soll er hin, zu diesem Dockkran. Und jetzt kommt er gleich, die Cards aus dieser Garage. Da sind sie. Und die fahren jetzt hier zum Dockkran, die ich beladen kann. Jetzt ist es in diesem Spiel so, dass wir 10% vom Containerauftrag selber erledigen müssen. Wir können das Schiff selber entladen, 10%, oder eben die kleinen Cards beladen oder entladen, oder eben das Zug beladen. Aber das dauert mir alle zu lange. Ich mache die 10% immer am Anfang, das geht am schnellsten, weil wenn so ein 400 Container kommt und du musst mit 40 Container deinen Zug beladen, ja, Prost Mahlzeit. Also darum mache ich das immer selbst. Am Anfang immer, ich drücke dann hier auf diesen Kran noch einmal, gehe auf Fahren und dann steht hier 18, weil der Container sind 180 Stück drauf, 10%, 18 ist logisch. So, und dann ist das Ganze mal WASD. Ups, natürlich Vorführeffekt kennen wir. Mit Einfügen-Taste fahren wir das hoch, mit S fahren wir zurück. Und jetzt sehen wir gleich. So, dann machen wir mit der Entfernen-Taste, Entschuldigung, lassen wir das wieder runter. Und direkt auf dem Card mit der Leertaste lösen wir den Haken dann auch gleich wieder. Jetzt mache ich das mit der Einfügen-Taste wieder hoch. Mit W-Taste fahre ich wieder nach vorne. Klingt schwer, ist aber wirklich nicht schwer. Das geht, ne? Zack, zack. So, dann halte ich an. 2 Sekunden zurück. Entfernen-Taste gehe ich runter. Da justiert es auch selbst. Dann drücke ich wieder die Space-Taste, also die Leertaste, die große S-Taste, um zurückzugehen. Werde ich etwas langsamer. Entfernen-Taste lasse ich das wieder runter. Ich drücke die große Taste, die Space-Taste, zack. Einfügen-Taste gehe ich wieder hoch. W-Taste gehe ich wieder nach vorne und so weiter und so fort. Und die kleinen Cards bringen das dann zu den kleinen Lagerkränen hin, die auch die jeweiligen Straßen hinbringen, wo das abgestellt wird. Jetzt drücke ich wieder S für zurück. Da, wie gesagt, das macht Spaß und das geht auch ziemlich schnell. So, zack. So, ich habe mal etwas vorgespult, also vorgearbeitet, dass ich die ganze Zeit zugucken muss, wie ich meinen 10% mache. Das ist der letzte Container jetzt von meinen 10%. Der 18. Container. Fahre ich wieder zurück mit S. Da kommt der letzte an.
hätte gerade einen kleinen Fehler gemacht. Weiß Fehler nicht, aber man kann am besten 4 solche Cards nehmen und nicht 3. Dann hat man nicht so eine kleine Wartezeit. Das war mein Fehler. Komfort, ne? So. Das war der letzte. Man sieht da unten noch, hier sieht man noch 18 von 18. Das heißt, meine 10% sind erledigt. Da brauche ich mir kein Köpfchen mehr drum machen. Und jetzt klicke ich wieder auf T1. Und jetzt geht er automatisch weiter. Jetzt macht der Helfer das wieder. Das kommt dann hier so hin. Hier werden die hingestapelt, ne? Jetzt kann man zugucken, wie das alles gemacht wird. Oder man kann einen zweiten Auftrag irgendwie einnehmen oder sowas annehmen für einen zweiten Dockkran. Aber immer aufpassen, dass man nicht zu viel rumklickt. Weil wenn ich jetzt vorklicke, hat man die Möglichkeit, dass die Container automatisch entladen werden, was man auch in dieser Zeit geschafft hätte. Zum Beispiel, wenn ich 2 Stunden vorklicke, dann redet das. Wenn ich 2 Stunden vorklicke oder 1 Stunde, zack, ist wieder weniger geworden. Gehe noch 1 Stunde vor, wird immer weniger, sehen Sie. Jetzt sage ich schon Sie, siehst du. So, jetzt ist das abends. 1 Stunde vorklicken noch. So, jetzt lädt er nicht mehr ab, weil die Schicht ist zu Ende. Ne, unsere Schicht war nur bis 22 Uhr. Jetzt klicke ich einfach mal ein paar Stunden vor. Solltet ihr dann auch nicht unbedingt machen. Wie gesagt, wenn ihr mehrere Aufträge habt und ihr klickt immer vor, dann vergesst ihr teilweise die 10% zu machen. Und dann müsst ihr da die Züge selbst beladen. Viel Spaß dabei dann. So, ich mache aber nochmal hier 1 Stunde vorklicken. Die letzten Container noch einmal. So, Container ist leer. Alle stehen sie da. Schiff ist leer. Die Wagen sind drin. Wenn ihr mal vorklickt und die Wagen sind alle drin, dann müsst ihr die eben wieder rausschicken. Damit die das automatisch wieder abladen. Ne? Passiert immer so, wenn man 1-2 Stunden vorklickt. Ist aber auch so gewollt, ist ganz normal. So, Hamburg beamt, ist das ne moi. Ich finde, das ist echt gelungen. Macht Spaß. Aber egal, da zeige ich euch gleich noch alles ein bisschen mehr, die Gegend und so weiter. Wir wollen erstmal jetzt, ne, wegen Kohleterminal. Jetzt fahre ich eben manuell die kleinen Dockkräne zurück. Ah, für den Ausgangspunkt. Weil ich gleich die Kranführer für den großen Dockkran brauche. Ah, für den Ausgangspunkt kann man sich am besten merken. So, jetzt gehe ich nochmal auf Mitarbeiter hier. Also erstmal auf T1 drücke ich. Jetzt drücke ich auf Mitarbeiter. Die ersten beiden entlasse ich jetzt wieder. Dann gehe ich auf Auswahl. Und jetzt weise ich dir den großen Dockkran zu. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, wann die Züge überhaupt kommen. Ne? Also das Schiff ist leer. Meine 10% habe ich erledigt. Und jetzt muss ich mal gucken, wann die Züge kommen. Jetzt drücke ich nochmal auf dieses Auftragssymbol. Auftrag, das ist mein Auftrag hier. Beladene Züge, 9 Stück werden das insgesamt. Erste Ankunftszeit ist der 8. Ne, 13:01 Uhr. Okidoki. Ist der denn schon da? Ich denke mal nicht. Ich guck mal eben. Wenn wir hier drauf gehen, dann sehen wir. Ach, genau, die Züge sind schon da. Ne? So, jetzt klicken wir auf dieses Symbol hier. Zum Hafen schicken. Dann taucht er hier oben auf. Und jetzt fährt der zum Hafen. Das können wir uns mal angucken. Und zwar, wenn wir hier hingehen, sehen wir hier, wie der Zug angerollt kommt. Hier ist ein Tunnel, da kommt er nämlich raus. Und er bleibt dann ungefähr hier so stehen, in diese Höhe. Jetzt fährt er, wie gesagt, man sieht es hier. Da ist er jetzt auch. Da kann man jetzt immer sehen, wo die Züge denn sind. Hier ist echt Leben drin, eine Bude, muss ich sagen. So, gleich hält er an. Und er zeigt auch an, dass ein Zug angekommen ist. Ne, in Schlauben. Da ist ein Zug angekommen. So, diesen Zug schicken wir jetzt zum Bahnhof hin. Im Hafen selbst. Das ist hier, ne? Drücken wir nochmal auf dieses Zugsymbol. Den markieren wir. Jetzt müssen wir ihn an eine Gleise zuweisen.
T1 ist Containerterminal. Gleis 1 ist hier. Da schicken wir den jetzt hin. Das heißt, wir müssen die Schiene mal umstellen. Das heißt, er fährt hier von 1 hier lang, da lang. Gleis 1. Hier bleibt er dann stehen. Ja? So. Klicken wir natürlich an. Wir sind hier auf Gleis 1. T1 ist Terminal 1, Containerterminal. Dürfen wir nicht vergessen. Nicht, dass wir den irgendwo auf T2 oder Ölterminal oder was wir nicht oder eine Reeperbahn hinschicken. So. Dann klicken wir auf dieses Symbol vorwärts. Man sieht, der Lokführer steht 0. Das heißt, der ist wieder unterwegs. Man sieht auch, der bewegt sich hier. Und fährt jetzt rein. Wir können jetzt die ganze Zeit warten, bis er ankommt. Oder wir drücken eben eine Stunde vor. Auch da muss man aufpassen, wenn ihr einen anderen Schiff habt und ihr macht eure 10%, wenn ihr eine Stunde vorklickt, dass die Container automatisch abgeladen werden. Ne? Also wie gesagt, muss man alles schon beachten. Hier sieht man auch, hier ist der jetzt angekommen. Ne? Jetzt habe ich vergessen, natürlich den nächsten hochzuholen. Hätte ich schon längst machen können. Nochmal zum Hafen schicken. Das ist der zweite jetzt hier. Ne? Der kriegt natürlich eine andere Schiene. Klicken wir hier drauf, der kriegt die Schiene 2. Entschuldigung, hier nochmal draufklicken auf die Nummer. Hier sieht man das, der kriegt die Schiene 2. Ist, glaube ich, einleuchtend. Ne? Hier fährt er los. Muss man mal gucken, wo der Hänger geht. Ne? Schiene 2, Terminal 1, klar. Drücken wir nochmal hier drauf, zack. Und zum Zug muss ein Zug für übernommen werden. Alles klar, dann haben wir wahrscheinlich so. Zack, was ist da los? Einmal noch gucken. Mein Fehler. Der ist auch gar nicht da. Ich voll Horst. Jetzt ist er erst angekommen. Das ist Vorführeffekt. Ich bin auch so nervös, ne? So, da klicken wir da drauf. Der ist da. Und jetzt schicken wir den zum Hafen hin. Den nächsten holen wir schon automatisch hoch. Dann haben wir mal zwei Aufreger auf einmal. Zack, der eine fährt zum Hafen und der andere fährt da in diesen Wartebereich rein. So, da klicken wir mal eine Stunde vor. Zack. Angekommen, angekommen. Klicke ich nochmal da drauf. Der kriegt die Gleis 3. Sieht man hier. Schicken wir hin. Den nächsten holen wir wieder hoch. Schicken wir weg. Ich schicke, mach wieder, weil ich nur einen Auftrag habe. Kann ich das machen? Eine Stunde vor. Beide Züge sind jetzt da. Der kriegt die Schiene 4. Immer da, wo es grün ist, da fährt er lang. Dürft ihr nicht vergessen, ne? Und tschüss. Und den nächsten hole ich wieder hoch. Ja? Jetzt haben wir 5 Schienen. 5 Züge. 5 Schienen. Passt. So, jetzt mache ich eine Stunde vor. Beide Züge sind wieder da. Und jetzt hole ich erstmal den letzten, schicke ich auf Gleis 5. Zack, ich hole erstmal noch keinen hoch, damit ihr auch nicht durcheinander kommt, wo was ist, ne? Dass ihr schon abgearbeitet habt und so weiter. So, eine Stunde noch vorklicken. Und jetzt sind alle 5 Züge da. Ihr könnt das Video auch mal zurückspulen, wie ich das gemacht habe. Ne? Da sind die Züge. Hier hinten ist eigentlich die Partymeile. Man hört auch ein bisschen Musik, glaube ich, da jetzt. Ne. Aber wie gesagt, ich mit meinem immer, ne? Entschuldigung. So, die 5 Züge sind da. 21.40 Uhr. Ich drücke jetzt einen Tag eben ein bisschen vor, damit das wieder hell wird und die Schicht nicht gleich zu Ende ist. Ne? Die großen Lagerkräne habe ich mit den neuen Kranführer bestückt. Jetzt schicke ich die neuen Karts. 4 Stück. Klicke ich auf dieses Zugsymbol. Und Gleis 1. Jetzt kommen die da nämlich raus. Hier. Und die stellen sich jetzt hier so hin. Ich kann euch das mal zeigen. Dass man Angestellten werden, werde ich schon entlassen, so langsam wie die arbeiten. War ein Scherz. So, gleich sind sie da und sobald die angekommen sind, fangen hinten die großen Lagerkräne an zu arbeiten.
Da sieht man das. Man hört das auch schon. Ihr nicht, ich höre das, dass sie hier anfangen automatisch zu arbeiten. Er holt sich jetzt den Container und belädt diese kleine Karts. Diese kleine Karts fahren dann, was ihr auch gleich seht, zu den Zügen hier hin, in diese Stellplätze rein. Und dann fährt dieser große Zugkran, den ich jetzt auch mit dem Kranführer bestücken muss. Dafür werde ich diesen Kranführer hier entlassen und den werde ich auf diesen Zugkran setzen. Schicht ist auch klar, sieht man, ne? So, jetzt habe ich hier diesen Kranführer entlassen, auf den großen Zugkran draufgepackt. Und wenn gleich die Karts zum Zug fahren, sieht man das auch, dass er losfährt. Sieht man so schön, wie er sich das jetzt holt. Ich wusste gar nicht, dass ich so sabbeln konnte. Meine Herren. Sieht echt genial aus, finde ich, ne? Schönes Spiel. Gefällt mir persönlich sehr. Hafenmeister Michi gefällt das genauso sehr. Der liebt dieses Spiel über alles. Muss mal erwähnt werden nebenbei. Jetzt sieht man auch, wie sie das auf diese Dinger draufpacken, ne? Jetzt wird das runtergelassen. Und das machen sie so lange, bis die Züge beladen sind. Das kann man jetzt alles selbst machen. Jetzt fährt, wie gesagt, diese kleine Karts fahren jetzt hierher. Und der große Zugkran fängt dann an, sie zu holen. So, ich habe mal ein bisschen vorgeklickt. Hier stehen jetzt diese kleine Wagen mit diese Container drauf. Hier hinten sieht man jetzt auch, dass der Zugkran kommt. Können wir mal hinfahren. Dass er jetzt kommt und er wird gleich die Container holen. Hier hat er jetzt den ersten geholt und den wird er jetzt auf diesen Züge beladen. Hier hinten sieht man auch, dass der leere wieder wegfährt. Der fährt jetzt hier wieder hin. Und dann holen die nächsten Container wieder. Alles automatisiert hier. Den stellt er jetzt da hinten ab. Ich werde gleich eine Stunde vorklicken. Wie gesagt, dann werden die Züge auch automatisch beladen, weil sonst würde das den Rahmen sprengen. So wie Speicherplatz hat YouTube nicht. Da wird das alles so lange machen. Stell er das ab. Auch das kannst du selbst machen. Du kannst hier reinklicken, einmal draufklicken, fahren. Jetzt kannst du, wie gehabt, wie sonst auch, alles selbst fahren, ne? Mit den Tasten, wie gesagt, ne? Einfügen, entfernen und so weiter kannst du alles selbst machen. Drück mal wieder auf T1, dann macht das automatisch wieder. So, das war ein kleiner Vorführeffekt, war klar. Ich drücke erstmal eine Stunde weiter. Die Karts sind draußen, danach werden die Karts wahrscheinlich verschwinden. Die muss ich dann wieder rausschicken, damit es wieder alles automatisch weitergeht. Das drücke ich mal eben 2 Stunden vor. Das sieht man hier. Automatisch werden die Züge beladen. Die Karts sind auch da, drücke ich nochmal 2 Stunden vor. Jetzt sind alle Züge voll. Und die können wir jetzt erstmal wieder rausschicken. Es ist kurz vor 9. Schaffen wir noch. So, drücken wir eben auf dieses Zugsymbol wieder. Jetzt fange ich immer so an, systematisch. Ich drücke auf den ersten Zug. Das ist der hier. Da bräuchte man eigentlich die Gleise nicht stellen. Ich mache es trotzdem immer. Angewohnheit. Und drücke auf rückwärts. Jetzt fährt der rückwärts raus. Der fährt jetzt wieder hier raus, man sieht das auch. Und er fährt wieder hier hin. Und dann muss man ihn wieder vom Hafen wegschicken. So, ich klicke aber mal eine Stunde vor.
Es ist gleich 10 Uhr. Ich drücke mal ein bisschen mehr. Es ist wieder 15 Uhr und. Hier ist er nämlich angekommen. Sieht man hier, ne? So leicht durchschimmern. Da steht der Zug. Den schicken wir jetzt vom Hafen weg. Auf dieses Symbol. Der braucht keinen Zugführer. Und jetzt sieht man auch, dass er langsam wegfährt. Sieht echt real aus, ne? Der fährt hier gleich da in den Tunnel rein. Und dann ist er wieder weg. Sieht man auch. Das sieht aber auch schick aus mit den ganzen Autos im Hintergrund. Das sieht so echt lebendig aus, echt schick. Da haben die schon ein super Spiel entworfen. So, ich warte mal ganz kurz, ich will euch das nochmal zeigen. Wie das denn aussieht. Jetzt ist es gleich weg. Und da kommt eine Meldung, dass er den Hafen verlassen hat. Jetzt müsste es gleich kommen. Na, muss die Mutti schimpfen. Dauert noch ein paar Sekunden. Währenddessen können wir den nächsten schon eben zum Wartestelle wieder schicken. Jetzt hat er den Hafen verlassen, ne? Okay. Das mache ich eben noch einmal. Jetzt sind es nur noch 4. Jetzt nehmen wir den hier, das ist der zweite nämlich. Drücken wir auch auf rückwärts. Dann sieht man hier, der fährt los. Jetzt drücke ich aber eine Stunde vor. Jetzt ist er da hinten. Sieht das? Jetzt steht er hier. Und jetzt mache ich das immer so. Den schicke ich vom Hafen weg. Und den anderen schicke ich in den Wartezone-Bereich. Habe ich 2 Fliegen auf einmal. Er fährt weg. Und er fährt dahin. Ne? So, drücke ich eine Stunde vor. Zack. Ist genauso. Den obersten schicke ich weg. Den nächsten schicke ich hin. Das heißt, er fährt hier weg. Und er fährt dahin. Drehe ich eine Stunde vor. Und wieder. Den schicke ich weg. Und den schicke ich hin. Jetzt sieht man auch hier. Der fährt weg. Und der fährt dahin, der letzte, ne? Drehe ich eine Stunde vor. Zack, beide da. So, dann haben wir die ersten Züge beladen. Man sieht das auch. Der eine ist hier noch, den schicke ich jetzt weg. Sieht man hier, der bewegt sich. Zack, ist der auch weg. So, jetzt sind noch 4 Züge zu beladen. Man sieht, 5 sind fertig, 4 Stück. Jetzt holen wir wieder welche hoch. Ich drücke natürlich eine Stunde vor, ich drücke ein paar Stunden mehr vor. Entschuldigung, mein Fehler. So, ein bisschen mehr. 16 Uhr und haben wir das eben wieder. Wie gesagt, man kann mit den Schichten spielen, machen und tun, wie ihr es möchtet, ne? Ihr könnt auch 10.000 Kranführer einstellen, die 10.000 übertrieben, aber sehr viele Kranführer einstellen oder Zugführer, dass für jede Schicht Kranführer und sowas alles da ist. Das habe ich jetzt nicht gemacht, nur eben zum Zeigen, wie das überhaupt geht, ne? So, dann klicke ich hier wieder drauf. Zug ist da. Den schicke ich auf Gleis 1 wieder. Hinschicken. Ich hole den nächsten gleich hoch. So, der erste ist angekommen hier wieder. Und der andere steht hier schon wieder, ne? So haben wir gleich immer 2 Aufträge, 2 Zugaufträge fertig hier. Den schicken wir auf Gleis 2. Auf Vorwärts klicken. Den holen wir hoch. Jetzt sind da schon 2. Und automatisch beladen, weil die Waggons draußen waren, ne? Weil die kleine Karts, Entschuldigung, draußen waren. Jetzt sind keine mehr draußen, keine Karts. Das sieht man hier auch, alle in der Hütte. Holen wir mal eben wieder 4 Stück, schicken wir zu Gleis 1. Kommen die gleich wieder raus. Und währenddessen holen wir noch eben
die letzten Züge rein. Den hier schicken wir auf Gleis 3. Vorwärts klicken ist immer auf hin zu den Gleisen. Und zurück ist in den Wartebereich vor dem Hafen. Und den nächsten holen wir hoch. Jetzt haben wir die letzten 4 nämlich drin. Jetzt machen wir eine Stunde vorklicken. Beide Züge da. Und wir sehen auch hier, sind die Züge wieder da. Ne? Fast beladen. Einen Zug müssen wir noch im Hinschicken. Das ist Gleis 4. So, so. Schicken wir hin. Machen wir eine Stunde vorklicken. Wir sehen, auch dieser Zug ist jetzt beladen. Automatisch. Müssen wir darauf achten, dass wir dann immer Wagen draußen haben. Sollte das nicht gehen, habt ihr entweder die Arbeitszeit nicht richtig eingestellt, wie gesagt, die Schicht, oder es sind diese kleinen Wagen nicht draußen. Die sind alle in der Garage. Ne? Das kriegen wir noch eine Stunde vor. Zack, wir sehen, hier sind die Container alle weg. Und die sind jetzt alle auf die Züge. Das kann man alles manuell machen, aber wie gesagt, viel Spaß. Ich mache das lieber so. Mache ich immer Auftrag für Auftrag fertig. Jetzt gehen wir hier nochmal drauf. Jetzt schicken wir die Züge nochmal weg. Klicken hier den ersten Auftrag an, schicken das vom Bahnhof weg, also rückwärts. Ne? Das drehe ich eine Stunde vor. Zack, ist wieder jetzt nachts. Drehe ich natürlich so. Zack, 12, noch 2 Stunden. So. Wegen meiner Schicht natürlich. Darum klicke ich immer schnell weiter. Ne? Weil ich ja nicht so viele Schichten zugetagt habe. Tag, Nacht und abends. So, jetzt klicken wir den an. Den klicken wir vom Hafen weg. Den nächsten klicken wir an. Den hauen wir in der Wartezone rein. Sieht man hier auch, der fährt weg. Und der hier hinten fährt weg. Vom Hafen weg, ne? So, klicke ich eine Stunde vor. Hier ist der nächste nämlich angekommen wieder, ne? Ich glaube, das habt ihr soweit verstanden, ne? Den schicken wir jetzt vom Hafen weg. Den schicken wir in eine Wartezone rein. Das ist der hier, nämlich der fährt weg. Ne? Schicke ich eine Stunde vor. Zack. Wie gesagt, ihr braucht gar nichts mehr eine Stunde. Ihr könnt auch alle mal warten, bis die Züge angekommen sind. Ne? Ich spiele jetzt nur so. Nur um zu zeigen, wie ihr das geht. Ne? Welche Handgriffe, wie, wo, was geht. So. Den schicken wir vom Hafen weg. Den schicken wir dahin. So. Ein Zug ist noch da. Jetzt mache ich da, weil gleich Finale ist, mache ich jetzt mal eben ein bisschen weiter. 2 Stunden noch. So. Den schicke ich jetzt nochmal weg. Und jetzt geht das gleich los. Ist mein Auftrag zu Ende. Den schicke ich jetzt vom Hafen weg. Jetzt fährt er los. Und wenn der angekommen ist, ist mein erster Auftrag fertig. Dann bekommst du Geld und Punkte. Ich denke mal, dass wir noch im Rahmen drin sind. Am 13.10. haben wir es jetzt. Auftrag sollte fertig sein. Letzte Abfahrt 10.11. Sind wir noch gut im Zeit drin. Ne? Schiffabfahrt 25.10. aber noch Zeit. Den können wir auch gleich losschicken. Können wir jetzt aber auch schon machen. Wie gesagt, der Zug fährt weg. Wir klicken auf dieses Zugsymbol. Klicken auf Ablegen. Und wir sehen, dass der Kran hochgeht und dass das Schiff ablegt. Und er holt die nächsten Container später irgendwie von irgendwoher. Vom Meierwerf, keine Ahnung wo. Sieht man, ne? So, ich drehe nochmal hier. Da ist dieser Container, der letzte Containerzug. Und gleich sehen wir, dass wir Geld und Punkte bekommen. Und das war der erste Auftrag, denn den wir gemacht haben. Und so kann man dann, wie gesagt, das mit den ganzen Docks machen. Man kann das auch mit 2 großen Dockkränen machen und so weiter und so fort. Jetzt warten wir noch ein paar Sekunden. Und dann ist der erste Auftrag fertig. Soll ich jetzt heulen? Ein paar Sekunden dauert. Ein Tunnel ist lang. Das ist die Elbtunnel, glaube ich. Ne? Die ist so groß, du. Zack, da sehen wir, wir haben das Geld gekriegt, die Ansehenspunkte haben wir, ne, bekommen.
kriegen wir weg. 30 Punkte haben wir bekommen und fertig. Das war der erste Auftrag. Jetzt sieht man auch, wie das so richtig schön wegfährt. Kriegen wir eine Stunde vor. Zack, Schiff ist abgefahren, ist das Schiff komplett weg. Ja, ich hoffe, das hat euch einigermaßen gefallen mit meiner... Naja, ich mag meine Stimme nicht so, ne? Vielleicht habt ihr das nicht richtig verstanden. Egal, ich habe auch ein Kissen ab und zu im Mund. Müsst ihr mitleben, wer das nicht mag. Einfach Ton ausstellen, ne? So, es kommt demnächst noch Kohleterminal, Autoterminal und Ölterminal. Dass ihr mal seht, wie das, wie, wo, was geht, ne? In diesem Sinne, viel Spaß. Und danke fürs Zuhören.